Sekante, Tangente, Passante. Was hat jetzt das mit diesen drei Kreisen zu tun? Und was steht da überhaupt hier oben? K, kleines k in Klammern, M-Strichpunkt R. Das ist genau das, was wir in der 5. Klasse hätten lernen sollen. Das heißt so viel wie Kreis um den Mittelpunkt M mit Radius R. Eure Aufgabe fürs Erste ist es, solche drei Kreise zu zeichnen. Ihr müsst nicht alle nebeneinander haben, aber es müssen zumindest drei Kreise sein, die sauber mit dem Zirkel gezeichnet sind, nicht mit der Hand. Also mit dem Mittelpunkt M markieren und dann dürft ihr aber den Radius frei bestimmen. Nun, was hat das Ganze mit Sekante, Tangente und Passante zum tun? Das werde ich euch jetzt erklären. Zunächst habe ich euch mal hier ein kleines Programm mitgebracht. Hier sieht man schon, ich habe zu der Geraden oder zu den Kreisen, die ich hier habe, Geraden dazu gebracht, ja? Und wenn ich so eine Gerade hier gezeichnet habe, dann schneidet diese Gerade den Kreis in zwei Punkten. Die habe ich jetzt mal kenntlich gemacht mit Punkt P und mit Punkt Q. Und wenn ich jetzt hier meine Gerade bewege oder auch meinen Kreis bewege, es wird immer maximal zwei Schnittpunkte geben, nie mehr. Aber es gibt Ausnahmen, denn wenn ich das Ganze hier zum Beispiel habe, seht ihr es an der Stelle, dann kommen irgendwann die zwei Punkte zusammen. Mein Geometrieprogramm kann das jetzt nicht, aber dann gibt es nur noch einen Schnittpunkt. Das werden wir uns nachher genauer anschauen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Option, dass es gar keinen Schnittpunkt gibt. Also, wir haben drei Möglichkeiten. Entweder zwei Schnittpunkte oder einen Schnittpunkt, der jetzt hier nicht zu sehen ist, oder gar keinen Schnittpunkt. Das zeige ich euch jetzt nochmal hier. Wenn ich also quasi eine Gerade habe, die zweimal den Kreis schneidet, dann nennt man das eine sogenannte Sekante. Den Begriff muss man lernen. Kommt aus dem Lateinischen. Wenn ich an dieser Stelle eine Gerade habe, die vorbeigeht, ja, dann nennt man das eine Passante. Also die passiert das Ganze oder geht dran vorbei. Und die dritte Möglichkeit, das ist eine sogenannte Tangente. Das heißt, die Gerade schneidet den Kreis in nur einem Punkt. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, Gerade und Kreis. Entweder zwei Punkte, zwei Schnittpunkte, ein Schnittpunkt oder gar kein Schnittpunkt. Eine besondere Eigenschaft hat diese Tangente noch. Wenn man jetzt nämlich noch den Radius einzeichnet, dann wird man feststellen, dass der Radius und die Gerade, also die Tangente, immer im 90-Grad-Winkel sind. Ja? Das wird hier nicht passieren. Das sieht man ja, wenn man hier mit dem Punkt Q verbindet, das ist kein 90-Grad-Winkel zu der Geraden. Und auch hier ist es kein 90-Grad-Winkel. Hier entsteht gar kein Winkel, weil ja gar kein Schnittpunkt gibt. Nur bei einer Tangente haben wir, wenn man den Radius zeichnet und die dazu betrachtende Tangente anschaut, immer einen 90-Grad-Winkel. Auch das will ich euch mal kurz zeigen. Egal wie ich den Punkt mache, immer wenn es eine Tangente ist, immer dann hat es einen 90-Grad-Winkel. Egal wie ich den Kreis mache, egal wo ich ihn hin tue, Hauptsache Tangente, dann steht immer der Radius auf dieser Tangenten senkrecht. Mathematisch gesehen kann man dann noch ergänzen Folgendes: K Bogen G. Das heißt so viel wie K geschnitten mit G, also Kreis geschnitten mit Gerade, gibt zwei Punkte bei einer Sekanten P und Q. Die können natürlich auch anders heißen. Bei einer Tangente ist Kreis geschnitten mit G genau ein Punkt. Der kann natürlich auch wieder anders heißen, aber unsere Schnittmenge hat dann genau einen Punkt. Und bei einer Passante ist unsere Schnittmenge die leere Menge. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass es drei Möglichkeiten gibt, wie Kreis und Gerade zueinander stehen. Einmal gibt es zwei Schnittpunkte, einmal gibt es keinen Schnittpunkt und einmal gibt es eine Tangente, einen Schnittpunkt. Und diese besondere Tangente steht senkrecht auf dem Radius. Das war's, bis zur nächsten Stunde. Tschüss!